Keine einfache Entscheidung, aber die richtige. Bei ihrem Länderrat in Düsseldorf verteidigen die Grünen die geplante Lieferung schwerer Waffen Deutschlands an die Ukraine. Und wir werden immer Friedenspartei bleiben. Wir schauen da als Regierungspartei der Realität ins Gesicht und reagieren auf das, was passiert und was sich geändert hat. Das heißt nicht, dass wir unsere Konzepte, das grundsätzliche Festhalten an friedlichen Konfliktbeseitigungen und Lösungen auch jetzt wegwerfen dürfen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zeigt in einer Videobotschaft zugleich Grenzen auf und erteilt der Errichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine eine klare Absage. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, denn zugleich tragen wir die Verantwortung dafür, dass dieser Krieg nicht ein Krieg wird in ganz Europa. In dem Antrag zur Waffenlieferung bekennt sich die Parteispitze auch zu dem 100 Milliarden Sondervermögen zur Ausrüstung der Bundeswehr. Wir werden selbstverständlich verhandeln, dass das Beschaffungswesen sondern absolut und definitiv effizient sein muss und dass wir jetzt endlich wegkommen müssen von Geldverbrennung. Aber wenn wir darauf warten, dann reden wir dann in einem ganz anderen Zeitalter darüber, als jetzt notwendig wäre. Die Grüne Jugend hatte mit einem Änderungsantrag gegen das Sondervermögen plädiert. Bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen, sollte das Beschaffungswesen reformiert und die notwendigen Militärausgaben ermittelt werden. Die Delegierten stimmten mehrheitlich gegen den Änderungsantrag vom Parteinachwuchs.